Sie ist, Herr Blocher, durch das Statement von der Frau Markwalder, dass die direkte Demokratie mit der EU vereinbar sei, müssen Sie sich auch im Zentralbereich von Ihrem Leben und von Ihrem politischen Engagement herausgefordert fühlen? Ich meine, der weiß natürlich sehr ganz genau, dass das nicht stimmt. Doch. Nein. Das nein. Stimmt. Ja. Bringt das Beispiel bei Schweden ist das beste Beispiel. Obwohl das Volk abgestimmt hat, müssen die in der EU haben. Ausser sie machen so eine schlechte Bedingung, dass man es nicht aufnehmen kann. Nein. Ich würde mich bedanken, wenn ich würde sagen, jetzt gehen wir in die EU und jetzt müssen wir schauen, dass wir immer über 60% Schuld haben. Wäre in Bern natürlich den Politikern noch gut, oder? Schweden, dann könnte es noch einen Grund. Ja. Oder Defizit, Defizit höchstens als 3%. Es sind nicht Maastricht-Kriterien, es sind Konvergenzkriterien. Und Konvergenzkriterien, ja, das sind ja auch Konvergenzkriterien. Aber es ist klar, wer in der EU ist, EU-Recht bricht Landesrecht. Sie können schon darüber abstimmen. Sie können schon darüber abstimmen, dass Sie 8% Mehrwertsteuer wollen, wenn wir es heute haben. Aber Sie müssen 15% haben. Mindestens. Es ist halt so. Aber das ist genau der einzige Steuerbereich, wo der überhaupt etwas geregelt ja, hat. Ja, das langt ja, Mehrwertsteuer. 7% Mehrwertsteuer, Entschuldigung. Nein, das ist mir ja schon... Das vielleicht weniger als die meisten Leute in diesem Land. Natürlich, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, das ist das, was ich vorher als Beispiel gesagt habe, wegen dem Rentenalter. Oder? Dort hat die EU gesagt, gut, wir machen nicht einen Einheitssteuersatz mit der Mehrwertsteuer, wir machen einen Mindeststeuersatz. Und dass das für die Schweiz grosse Auswirkungen oder auch einen grossen Umbau vom Steuersystem würde bedeuten, ist unbestritten bei der Mitgliedschaft. Oh, aber es ist auch die... Nicht mehr. Nein, aber es ist die Mehrwertsteuer-Untergrenze ist auch deswegen eingeführt worden, damit der Handel erleichtert wird. Also damit der wirtschaftliche Austausch erleichtert wird. Wir über die Untergrenze. Es ist klar, das war für die Schweiz immer so gewesen, und das ist auch heute so. Wir leben nicht auf dem Mond. Aber die Frage ist, ob wir eine Untergrenze festlegen können oder nicht. Das können wir. Wir hätten das auch nicht müssen. Wir hätten es auch anders machen. Wir haben hier in so enormen Störungen, haben wir auch in den 70er Jahren gemacht für eine kurze Zeit, haben wir es wieder aufgegeben. Haben wir es aufgegeben? Ja, dort mal schon. Die 80 Rappen. Wie? Haben wir die mal offiziell aufgegeben? Offiziell, ja. Die hat gehabt bis 99. Das Detail, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja, ich meine, ja. Jetzt könnten Sie ja die Untergrenze wahrscheinlich aufheben. Der Markt wird liegt etwa bei 1,23. Aber also, ja. Man weiß nicht, was. Wenn es Störungen gibt, natürlich eben. In der EU von grösstem Ausmaß, dann wird das sofort wieder losgehen. Weil die Schweiz als Handelswährung ist der Franken zu klein. Und wenn alle Länder voll sind, und das ist ja heute bald so, ich meine, der Dollar, das ist ja furchtbar, aber die Amerikaner wollen ja das. Ja, ist ja klar, wenn du so verschuldet bist, kannst du mit billigem Dollar zurückzahlen. Also ich habe der Chinese hat viel Geld, teures Geld gebracht und kommt jetzt billiges zurück, wenn er es noch zurückbekommt. Aber da ist wie, aber das können wir ja uns entsprechend anpassen. Ob das gescheit ist, Herr Geier, dass wir es gemacht haben, ich bin der Meinung, man muss eine Notsituation machen, aber man muss jetzt aufpassen. Die Exporteure, das also da weiss ich, wir haben ja 96% im Export. Die wollen immer eine schwache Währung. Da kannst du natürlich leicht exportieren, ob das gescheit ist. Und ob wir da jedes Jahr 80'000 Arbeitskräfte nehmen, damit wir mit einem billigen Franken hier können exportieren können. Die Bevölkerung, ohne dass sie das merken, die verlieren natürlich mit einem schwachen Franken. Und dann mit einem schwachen Zins, den wir jetzt haben von der Nationalbank haben. Verlieren die Leute nochmal. Schauen Sie mal, was die Pensionskassen für Erträge bekommen. Also da muss man sehr aufpassen. Das ist eine ganz starke Lobby. Ja, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Man kann auch bessere Produkte machen und die schlechteren abstellen, wenn die Währung zu hoch ist. Und das hat die Schweiz eben praktiziert in den letzten 50 Jahren.
haben wir eben Produkte gemacht, die trotz der starken Währung können exportiert werden. Also rede ich jetzt aus der Erfahrung. Ja, das ist wunderbar, das ist exakt nach drei Buch. Wir sind jetzt eigentlich im Teil 2 der Diskussion, nämlich die Auswirkungen von der Eurokrise auf die Schweiz. Die Untergrenze ist schriftlich angesprochen worden. Die hat der damalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand, der leider nach einem Weltwochenartikel zurücktreten musste, damals eingeführt. Tobias Straumann, was ist deine Sicht auf die Untergrenze? Ist das sinnvoll, dass man es gemacht hat? Erste Frage. Teil 2 von dieser Frage, kann man da langsam eine Aufhebung denken oder muss man das jetzt durchziehen, mittelfristig? Wie siehst du das? Also ich war sehr dafür, weil die Aufwertung zu schnell war. Und in dieser Phase ist es ja sehr unruhig geblieben, einmal ein Jahr. Das war ja im Herbst 2011 und die Beruhigung ist ja 2012 im Sommer gekommen, wo die Europäische Zentralbank eben gesagt hat, wir kaufen alle Staatsanleihen im Notfall. Also man hatte noch ein Jahr eine sehr unruhige Zeit gehabt und ich weiß nicht, ist glaube schon richtig gewesen, dass man es gemacht hat. Der Nachteil ist halt, wenn man das macht, kann man nicht schnell wieder raus. Und vor allem, wenn jetzt das, also muss ja selber konsequent sein, wenn das stimmt, dass die Euro-Krise noch lange nicht vorbei ist und jederzeit wieder aufflackern kann, dann darf man natürlich nicht daran denken, rauszugehen. Sonst muss man plötzlich wieder nochmal eine Untergrenze einführen, wenn es dann irgendwie durch, ich weiß nicht, auf 90 Grad oder keine Ahnung. Also ich würde jetzt einfach durchheben. Die Inflation ist ja immer noch negativ, also von dort her ist auch der Druck nicht so gross. Aber ich gebe zu, es ist eine ungemütliche Situation und vielleicht nicht ganz kostenfrei, oder? Das muss man schon sagen. Herr Geier, Sie als Spitzenbeamter vom Bund, wie sehen Sie das? Also persönlich, also zuerst mal finde ich auch wichtig die Aussage, die Untergrenze ist kein fixer Wechselkurs zum Euro. Und darum ist es auch keine Preisgabe von unserer Unabhängigkeit. Das war ein freiwilliger Entscheid, den man aufheben kann. Und eigentlich haben wir eine Leitplanke gesetzt. Weil es ist wirklich so gewesen, die Euro-Krise hat so viel Unsicherheit gegeben. Man hat nicht gewusst, ob die Eurozone auseinandergeht, dass die Finanzmärkte extrem nervös geworden sind. Und wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert ist, negativ, also hätte können irgendwo eine Nuss von den Palmen runterfallen, eine Kokosnuss von den Palmen runterfallen, hat es gerade den Franken in die Höhe getrieben. Wie das Gold übrigens, der Goldpreis damals. Und wenn man ja eine eigenständige Währungspolitik betreibt, dann gehört auch dazu, dass man schaut, dass die Währung nicht unsinnig ausschlägt. Also von daher ist das etwas völlig Normales. Und ich glaube, die Untergrenzen ist richtig gewesen, dass man die gemacht hat. Und man hat ja die auf einem Niveau gemacht, wo der Franken doch jetzt zumindest in den Statistiken, die ich anschaue, deutlich überbewertet ist. Und da gibt es eben Nuancen, eine andere Einschätzung als Sie, Herr Blocher. Ich gehe davon aus, dass die Exportindustrie, der Finanzplatz, aber selbst grosse Verwaltungszentren von multinationalen Organisationen in der Schweiz, internationale Organisationen in Genf, der Finanzplatz, Tourismus habe ich vielleicht vergessen, müsste ich auch noch sagen, die leiden immer noch unter einem starken Franken. Und der Beweis ist, ja, vielleicht Ihre Unternehmung nicht. Aber wir reden immer unter dem Stachel. Ja, ist klar. Nein. Also es gibt immer einen Jammerkoeffizient, das ist klar, überall. Aber wenn man die Statistik anschaut, jetzt seit 2007, dann stellen wir fest, dass wir in der Industrie etwa 40'000 Arbeitsplätze verloren haben. Und gleichzeitig, wenn man die Statistik anschaut, haben wir 40'000 gewonnen allein im Gesundheitswesen in dieser Zeit. Was also ich damit, Moment, eigentlich. Ja. Sozial und, ja. Was ich da damit sagen will, wir haben heute zwar eine relativ gute Entwicklung in der Schweiz, aber doch eine relativ ungesunde. Genau. Oder wir haben all die international tätig sind, die haben jetzt 2 Jahre stagniert. Und das ist eben auch ein Hinweis darauf, dass der Franken immer noch zu stark ist und dass es zu früh wäre. Also, zusammengefasst, man muss die Untergrenze behalten, weil die Finanzmärkte nervös bleiben, weil die europäische Entwicklung fragil ist. Man muss sie behalten, weil der Franken immer noch deutlich überbewertet ist. Und angenommen, aber die Autonomie verlieren wir nicht völlig. Angenommen der Franken, das ist natürlich jetzt wieder Prinzip Hoffnung und Wunschtraum, würde ein bisschen schwächer, dann könnte unsere Notenbank auch ein bisschen Zinsen wieder erhöhen, trotz Untergrenzen. Dass die SNB Intervention in den Exporteur nützt, ist klar. Wie ist es eigentlich für einzelne Bürger? Wenn ich jetzt auf Deutschland gehe, habe ich das Gefühl, der bringt es mir etwas. Also ist das quasi, hat man jetzt da quasi Partikularinteressen von den Exportfirmen überbewertet? Oder wie ist Die Notenbank hat natürlich, im Prinzip müssen sie ja die ganze Wirtschaft stabilisieren. Und wir haben jetzt doch in den letzten 2 Jahren ein relativ schwaches Wachstum gehabt, verglichen an dem, was man könnte. Die Arbeitslosigkeit ist nicht hoch, aber ist immerhin leicht gestiegen. Das heisst,
wir könnten sogar ein bisschen mehr wachsen. Aber nochmal als Normalbürger, wenn ich an es damals im Vergleich jetzt zum Euro, USA ist das Gleiche, wo der Franken sehr stark war, noch frei, noch nicht gebunden, indirekt an Euro, dann hätte man ein Auto importieren aus den USA, privat Deutschland einkaufen. Das war ein enormer Zuwachs von der Kaufkraft des Einzelnen. Oder? Das ist an sich auch ein Vorteil. Das ist wie Lohnerhöhung. Oder? Mhm. Wenn man allen in der Schweiz den Lohn um 10% erhöht, dann wird man reicher. Aber man verliert auch Wettbewerbsfähigkeit. Das läuft über den Konsum, oder? Und die Aufwertung ist eigentlich ziemlich etwas Ähnliches. Es tut einfach alle Kosten in der Schweiz auftreiben. Und ein bisschen, das ist wie eine gute Medizin. Eine kleine Dosis ist gut, wie der Herr Blocher gesagt hat. Das macht uns ein bisschen teurer, wir müssen ein bisschen mehr kämpfen, innovativer werden. Aber wenn wir eine Überdosis an Aufwertung haben, dann kann es tödlich sein. So. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, mit der Exportindustrie, die ich also ja nie gesehen habe, der Schweizer Franken, die Stärke des Schweizer Franken ist nicht das Hauptproblem jetzt. Da, wo er in einem Klapp da oben runterkommt, ist klar, darum haben wir ja dort eine Untergrenze gemacht, weil das Tempo, die langsame Aufwertung von einer Währung, das muss man wegstecken und kann man auch wegstecken. Die Währung ist ja auch normalerweise ein Marktwert, oder? Und wir haben ganz andere Probleme. Und das stagniert, die Exportindustrie, das hat erstens auch mit Europa zu tun. Der Hauptmarkt, also wir haben 60% vom Export in der EU. Das werden wahrscheinlich die meisten Firmen haben, die rein exportorientiert sind. Und da läuft die Wirtschaft nicht mehr. Und zwar massiv. Also Frankreich ganz schlimm, Italien schlimm, Deutschland besser. Übrigens, das Hauptwachstum kommt dort indirekt von den Geschäften auch mit China, weil das sind Produkte, die produzieren für China. Die Autoindustrie, wo wir also zuhause sind, das ist unglaublich, wie da Frankreich geschlafen hat. Die Deutschen sind voran. Das sind die Ersten, die nach China sind, produzieren. Die können überleben, aber wenn sie dort draußen sind und nicht da. Und das mit dem Wachstum, ich meine, es muss ja aufpassen wegen dem kleinen Wachstum. Also ich weiss nicht, wie wir können jedes Jahr 80'000 Arbeitskräfte mehr haben bei diesem kleinen Wachstum. Also Entschuldigung. Die Produktivität hat abgenommen. Das ist eines der grossen Probleme, die wir haben. Das Wachstum pro Kopf ist zurückgegangen mit der Personenfreizügigkeit. Da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Sind jetzt die guten Studien rausgekommen. Und dann haben wir ganz grosse Probleme also für einen Industriebetrieb. Die Energie. Ich meine, in unserem Betrieb macht die Energie mehr aus als Personalkosten. Da fangen jetzt die Unternehmen an, auswandern. Clarion entscheidet jetzt, wir können mit diesen Energiekosten Schweiz und Deutschland, wir hauen zu an auf Amerika. Weil die haben jetzt Energiekosten, die 6 Rappen sind. Im Moment ist ja das auch kein Problem, weil die Energie ist ja in Deutschland gratis. Wir kommen jetzt offeriert gratis Energie für grosse Unternehmen. Warum? Weil der Staat 30 Milliarden drin steckt, das seinen abnimmt. Das kann ja nie funktionieren. Oder? Das ist Schaum. Und darum sage ich, das sind die Imponderabilien, also, die wir haben im Bereich. Jetzt beim Ding ist es ein bisschen anders im Tourismus. Wobei, die werden auch immer vom Staat unterstützt. Darum sind sie am Schlafen. Aber würden Sie es aufheben, die Untergrenze? Wie? Würden Sie die jetzt aufheben? Ja, ich meine, ich habe mit dem Herrn Jordan ein paar Mal mit ihm geredet. Der ist übrigens auch klar der Meinung, dass man es dann aufheben muss. Irgendwann, ja. Habe ich ja gesagt, sobald, wenn Sie es jetzt aufheben und sobald die kleinste Störung kommt, Sie können es immer aufheben und wieder retour. Er sagt natürlich auch mit Recht, im Moment ist es ja gar kein Problem. Er muss ja gar nichts kaufen, um die Grenze zu heben, sondern bei 1,23 pendelt sich das ein. Darum sage ich, ich glaube, dass das etwa der Marktwert ist. Also am besten, man müsste gar nicht mehr darüber reden. Ja, das stimmt. Okay, das wäre das Beste, wenn er will. Ja. Also da bin ich einverstanden, dass man das so auslässt. Jetzt aber nur, wenn wir jetzt reden über Währungen. Jetzt niemand mehr drüber, schon beschwert. Jetzt reden wir doch noch einmal über Währungen und das Europa rundherum und reden wir noch einmal darüber, was das denn bedeutet, wenn so Währungen aufwertet und abwertet. Wenn Sie den Wechselkurs zwischen dem Schweizer Franken und dem Dollar zwischen 1944 und 1971 anschauen, wissen Sie, wie der war? Wer hat eine Vorstellung?
Also, als ich angefangen habe, in 1984, war es 4.30 Franken. Also, ja. 44 bis 1971 war das eine gerade Linie. Ja gut, wir haben feste und dann hat es ja, eben, wir reden jetzt von Währungspolitik, ah, ja. Oder? Also, das sind feste Wechselkurse gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir gesagt, damit solche Probleme, die wir jetzt in Europa diskutieren, zwischen Währungen nicht passieren, müssen wir Geld eichen. Ich bin einverstanden, die sogenannte Triffin-Problematik, oder? Also mit Gold Geld eichen, das geht nicht. Das war damals ja das Problem gewesen, und dann ist man aus dem raus. Man hat daraus geschlossen, man könnte eventuell Geld eichen mit Öl. Und als Zeitforscher bin ich klar wieder auf das gekommen, wo Geld ist erfunden wurde. Das war das Gleiche mit Lebensmitteln. Und wahrscheinlich in einer Dienstleistungsgesellschaft müssten wir die Löhne wieder eichen. Das Problem, und jetzt kommen wir auf die Auswirkungen von diesen Wechselkursen auf die Schweiz. Sie haben einen Text bei sich, wo steht, die Schweiz wird geflutet mit Menschen, mit Waren und mit Geld. Warum? Ja, so ein hochentwickeltes Land wie die Schweiz gibt es nie. So eine gute Demokratie gibt es nie. Wir sind heute noch das einzige UNO-Mitglied mit direkter Demokratie. Das Zusammenleben über unsere Währung, die wir über die letzten 150 Jahre geschaffen haben, die gut erhaltene Landschaft, die gut erhaltene Infrastruktur, die andere Länder nicht geschaffen haben, das wird jetzt ausverkauft. Und gegen was? Ja, wenn Europa, ich habe eine Folie hier, damit Sie schauen können, wie die Staatsverschuldung der USA ist. Verkaufen wir die kurz einblenden. Schauen Sie mal die Staatsverschuldungskurve der Vereinigten Staaten an, wie die sich entwickelt hat bis 2001. Da hat es einen kleinen Knick gegeben. Also Sie sehen hier die Staatsverschuldung von 1940 bis 2001. Da hat es einen kleinen Knick gegeben. Und dann haben die angefangen, Krieg gegen Terror und eben Immobilienblase und so weiter. Dort sind wir 2000, 2001 sind wir bei der Internetbubble gewesen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, alle Amerikaner sind mit so viel Geld verschuldet, wie wenn, also die amerikanischen Staatsbürger sind ja auch zu Schuldner gemacht worden über das Finanzsystem, wie wir es jetzt gebaut haben. Und wenn die jetzt in Amerika Geld drucken, um den Dollar zu retten, und in Europa hunderte von Milliarden Drucke zum Banken retten und Demokratie retten, dann bedeutet das, in der Schweiz wird eingekauft mit Geld, das nicht mehr geeicht ist, das keinen Gegenwert hat. Und das stört mich ganz gewaltig und ich störe mich wahnsinnig, dass ich als Unternehmer täglich mit meinen Mitarbeitern so einen Krampf reissen soll für Geld, das im Schluss, wenn wir ehrlich sind, eigentlich gar nicht mehr wert ist. Weiteres Stichwort, was du gesagt hast, Ivo Muri, die Tiefzinspolitik hat auch schon weitere Auswirkungen. Vielleicht, Herr Geier, wo sehen Sie eigentlich den Nutzen und vielleicht auch die Risiken? Stichwort Immobilienblasen ist auch gefallen. Wie beurteilen Sie eigentlich das? Das sind zwei Fragen eigentlich. Oder die tiefen Zinsen eigentlich im Lehrbuch von der Ökonomen steht, wird Zinsen sind das Resultat von dem, was die Leute sparen auf der einen Seite, die wollen das Geld anlegen, und auf der anderen Seite von dem, was investiert wird. Und eigentlich die Notenbanken haben eigentlich bei den Kurzfristzinsen Einfluss, aber die langfristigen können es lange Zeiten gar nicht so beeinflussen. Also von daher ist das natürlich auch Ausdruck von einer Weltwirtschaft, die jetzt sehr wenig gewachsen ist, wo sehr wenig investiert worden ist und darum sehr viel Geld einfach rumliegt. Also von daher glaube ich, ist es eigentlich ein Marktpreis, der zur Stabilisierung der Wirtschaft beiträgt. Wenn dann wieder investiert wird, werden die Zinsen steigen, die Wirtschaft wächst und dann werden die Notenbanken wieder die Zinsen erhöhen. Also von daher glaube ich, ist das etwas relativ Normales, ein bisschen unheimlich tief für mich auch. Jetzt in der Schweiz haben wir das Sonderproblem, oder? Wobei da, Sie sehen vielleicht nicht ganz gleich im Detail, wie ich jetzt vorher gehört habe, aber einerseits haben wir einen relativ starken Franken, wo ein Teil der Wirtschaft unter Druck ist, auch aus anderen Gründen, aus all den Gründen, die Herr Blocher gesagt hat. Andererseits haben wir sehr tiefe Zinsen für die Inlandwirtschaft, die Bauwirtschaft läuft, die Preise steigen auf ein Niveau, das fast ein bisschen Angst macht. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Oder? Wir, solange natürlich die Notenbank hat jetzt will der Franken so nahe bei den 1,20 ist, kann sie jetzt nicht Zinsen erhöhen, weil sonst muss sie ihre Untergrenzen infrage stellen. Also stellt sich die Frage, wie man schauen kann, dass jetzt nicht zu einer Überhitzung im Immobilienmarkt kommt. Das heisst, dass die Preise noch weiter steigen. Und wenn die Immobilienpreise irgendwann so hoch steigen, dann müssen sie dann mal fallen. Und das ist meistens mit einer Wirtschaftskrise verbunden. Also jetzt haben nur sie eine Zahl. Ich gebe eine Zahl. Ich gebe nur eine Zahl. Flex Kohler ist wieder gestoppt jetzt, oder? Ja, das ist, ja. Ist das teilweise, so? Ja. Ich gebe nur eine Zahl.
letztes Jahr von den neuen Hypothekarkrediten, die vergeben worden sind, 40% der Haushalte, die Kredit genommen haben, die müssten mehr als ein Drittel von ihrem Einkommen ausgeben für Zinsen, wenn die Zinsen wieder auf 5% gehen. Das zeigt einfach, dass Banken aus uns, zumindest wenn man die Statistik anschaut, man hört verschiedenes, doch sehr grosszügig sind heute mit der Kreditvergabe. Und da, glaube ich, müsste man ein bisschen bremsen. Also die Kunst ist jetzt irgendwie, dass man bremsen kann, ohne Zins zu erhöhen. Das ist, aber es wäre ein Thema für einen anderen Abend. Also das ist ja wahrscheinlich eine Illusion. Ja. Weißt du, ja, das ist aber das ist eine wichtige Grundfrage. Der ist natürlich immer, ich habe jetzt gefragt, bei den Banken verlieren die auch Gelder im Hypothekarbereich. Das heisst, die Leute, die nicht mehr zurückzahlen können. Nein, nicht. Sagt er, also für die Zürcher Kantonalbank, die meisten Fälle, die wir haben, sind Einfamilienhäusle, Scheidungen. Es braucht nur eine Scheidung und schon werden die pleite. Also, das heisst, die sind bis ans Dach gekommen, sind die belehnt. Es mag eine Scheidung nicht leiden, weil sie nachher zwei Haushalte haben und dort verlieren sie auch Geld. Also wenn sie die Liegenschaft noch verkaufen können, zum Hypothekarwert, verliert die Bank kein Geld. Aber das geht natürlich schnell. Jetzt fangen an gewissen Orten, da in Zürich herum, wo die Preise stark gestiegen sind, gehen jetzt zurück. Und jetzt fängt es an. Oder? Es fängt sofort an. Also ich betrachte das als kritisch. Man wird schon recht die moralischen Aufrufe. Aber im Grunde genommen werden weniger Hypotheken gemacht, wenn die Zinsen steigen. Da muss die Nationalbank sagen, jetzt tun wir Zinsen nur, dann können die Leute nicht mehr so viele Hypotheken machen. Und jetzt können sie es nicht tun, weil sonst wird der Schweizer Franken, also sie meinen, es ist ja nicht einmal sicher, der Schweizer Franken ist stark, weil die Leute sagen, ja, da ist noch ein schöner Zins, wenn sie im Franken anlässt. Also da sind wir jetzt ein bisschen eingeklemmt. Und also die Nationalbank, also ihre Meinung teile ich, nur nicht darüber reden. Die können, also da bin ich für eine Autonomie. Genau. Und wenn sie vertrauensvolle Leute an der Spitze haben, und das bin ich der Meinung, das haben wir jetzt. Es ist gut, wenn der Nationalbankpräsident ein bisschen eine graue Maus ist und nicht so ein Blender, dann kommt es nicht so schlecht raus. Das traue ich keine Frage mehr zu dem stellen. Aber eben, wie kommt man aus dem, wie kommt man aus dem Dilemma raus? Oder? Ich habe eine Folie hier über die Hypothekarschuldenentwicklung auch in der Schweiz, jetzt seit, auch seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 40er, 50er Jahren. Und wenn wir die anschauen, sehen wir auch etwas ganz Entscheidendes. Wenn Sie jetzt hier schauen, das ist seit 1948 bis 2010, das ist also schon dreijährig, und Sie sehen links die Kurve, die links rausgeht, das ist die Summe von der Hypothekarschulden, 800 Milliarden rum ist das, glaube ich, heute, oder? Und was die rechte Kurve zeigen will, ist auch etwas, und das ist das Auseinanderdriften von Vermögen und Schuldner in der Schweiz. Also, in einem Geldsystem, weil wir ja doppelte Buchhaltung führen, ist immer jedem Schuldner gegenüber einer, der Vermögen hat. Und auch, also ich staune auch immer, wenn Politiker über Kostenexplosion im Gesundheitswesen reden. Ich sage Ihnen, in der doppelten Buchhaltung, wenn neu immer Kosten explodieren, stellen Sie sich mal vor, das geht ja nicht irgendwo im Mond rauf. Das stehen irgendwo Einnahmen explodieren. Und die immer von den Kostenexplosionen reden, die sollten dann mal darüber reden, wo denn eigentlich die Einnahmen explodieren. Und dann wissen wir, wo wir sparen können, nämlich bei denen, wo die Einnahmen explodieren. Und bei den Schulden ist das Gleiche. Schauen Sie, jetzt haben wir ein Auseinanderdividieren von unserem Volk, wo immer mehr Schuldner mit immer höheren Schulden in immer weniger Menschen gegenüberstehen, wo alles gehört. Die Kurve der USA können Sie auch spiegeln, sie haben den genau gleichen Effekt. Wenn alle Staatsbürger der USA so viel Schulden haben, stehen denen andere Staaten oder andere Private gegenüber, wo das Vermögen gehört. Die Massen der Demokratien sind über die letzten 20 Jahre enteignet worden. Das ist die traurige Wort. Aber bei den Hypotheken muss man sagen, in der Schweiz, das ist nicht, weil das Volk mehr Schulden macht, sondern wie wir sehen, wenn du eine Liegenschaft hast, sind die Hypotheken einfach so interessant, steuerlich. Ich kann ja nichts abziehen, wenn ich Schulden, wenn ich jemanden habe. Eine Schuld kann ich abziehen, die Hypothek. Die Hypothek, ja. Du machst doch einen auch, wenn er es gar nicht nötig hat, eine Hypothek und zahlt sie auch nicht zurück, weil das steuerlich interessant ist. Also das ist steuerlich gewollt, dass man viel Hypotheken macht und nicht zurückzahlt. Gut, die Schweizer sind ein Volk von Hypothekarschulden. Ja, aber das ist mit der steuerlichen Regelung, hat das zu tun. Und ich meine, wir haben einen Eigenmietwert, oder? Das ist natürlich
Man soll auch zahlen. Und er kann es nur mildern, indem er eine Hypothek macht und Schulden, Schuldzins kann abziehen. Und das ist jetzt die Frage. Also, das ist eine Hypothese von mir. Also, ich habe mich als Zeitforscher mit dem Geld auseinandergesetzt. Ich habe Landkarten von der Wirtschaft entwickelt, wo ich gerne mit den Wissenschaften mal mich würde austauschen darüber. Wo Geld ist erfunden wurde, war es gleich mit Lebensmitteln. Und anstatt, dass wir eine Wirtschaft schaffen, die auf Schulden basiert, die immer zu diesen Effekten führt, das wissen wir über die letzten 3000 Jahre Wirtschaftsgeschichte, es ist immer das Gleiche. Plötzlich gibt es eine Kapitalkonzentration bei wenigen und es gibt eine Schuldenkonzentration bei vielen. Und irgendein ist entweder explodiert oder es gibt einen Krieg oder die Wirtschaft geht völlig zusammen. Ich könnte mir als Zeitforscher vorstellen, dass wir eine Wirtschaft schaffen, die auch überdauert. Und zwar nicht nur 30 Jahre, sondern eben Jahrhunderte kann überdauern, die nicht auf Schulden basiert und nicht auf dem Zins. Das ist alles möglich. Und wenn ich das sage, sage ich das als besorgter Bürger von einer Demokratie, die keine soziale Unruhe will, die sich nicht damit abfinden will, dass die Leute psychisch krank werden, wie das der Herr Bortis auch vorausgesagt hat, die sich auch nicht damit abfinden will, dass vor der eigenen Haustür Leute arbeitslos werden. Weil wissen Sie, was Arbeitslosigkeit für mich als Unternehmer bedeutet? Wenn Zeit-AG mein Unternehmen in Spanien gewesen wäre, gäbe es vielleicht die Firma jetzt auch nicht mehr. Aber nicht, weil wir schlecht gearbeitet haben, weil es mit den Währungsräumen nicht gestimmt hat. Vielleicht reden wir am Schluss noch über Lösungen, deren gibt es, die kann man tatsächlich angehen. Also ich bin ganz sicher, wir haben ein Wissenschaftsdilemma, wir müssen die Wirtschaftswissenschaften wieder neu definieren. Und zwar nicht einmal alles neu erfinden. Ich zitiere Ihnen einen Satz schnell zitieren, wieder aus meinem Lehrbuch. Ich bin ja Betriebsökonom HWV oder HWV zu Luzern. Ich und alle meine Kollegen, es ist einer da, der Urs Gell. Also wir haben alle die gleichen Bücher gehabt, so blaue Bücher. Rolf Dubs war, glaube ich, kein Linker gewesen. Uni St. Gallen, oder? Das war ein Liberaler gewesen. Darum war das Buch auch blau gewesen. Und also es ist nicht alles liberal aus St. Gallen kommt. Das ist nicht mehr so heute so. Okay. Das ist ein liberaler Konservativer. Also, ich sage Ihnen einen Satz aus meinem Lehrbuch. Und ich habe mich über die letzten 10, 20 Jahre immer wieder gefragt, warum dass das alles nicht mehr so wahr sein soll. Sein Satz war, so bleibt denn die freie Marktwirtschaft ein Wunschbild. Aufgrund einer Fehlbeurteilung des Menschen, denken Sie immer an die Banker jetzt, trägt sie immer Tendenzen zur Selbstzerstörung in sich. Ja, was wollen wir noch mehr? Der hat über 3000 Jahre Wirtschaftsgeschichte analysiert, was er vorschlagen würde, was für eine liberale Wirtschaft das er sich vorstellt. Und das ist die Wirtschaft, die wir bis vor 20 Jahren in der Schweiz noch hatten und noch gekämpft haben dafür, dass man sie behaltet, Herr Locher. Und jetzt haben wir sie kaputt gemacht. In der Schweiz am besten erhalten, fast weltweit. Und es gibt deren, die wollen immer noch so weitermachen. Ich weiss Lösungen, wie es anders ging. Nochmal zurück zum Thema Eurokrise. Jetzt vielleicht Tobias Straumann ganz grundsätzlich noch, was für Instrumente hat eigentlich die Schweiz überhaupt, um ein weiteres Übergreifen da zu verhindern? Das ist relativ limitiert, oder was? Was gibt es da grundsätzlich überhaupt? Es ist so sehr limitiert, das ist klar. Ja, also die Untergrenze ist sicher eines der besten Mittel. Und sonst, ja, es gibt nicht viele Mittel. Ja, das Problem ist, es hat ja eigentlich alles nichts mit dem Euro zu tun. Ich meine, das Hauptproblem ist, dass die amerikanischen Zinsen tief sind. Die bleiben sehr lang tief, ist meine Meinung. Also das geht noch lang, bis die normalisiert werden. Und auch in Europa wäre auch unabhängig von der Euro-Krise, wären Zinsen auf sehr lange Zeit sehr tief. Das hat alles nichts mit der Untergrenze zu tun. Wir haben einfach wenig Spielraum. Und da sind wir ja nicht das einzige Land. Ich meine, die Schweden kämpfen mit der Aufwertung, Norwegen, Israel. Ich habe Telefon von Australien bekommen. Sagen Sie uns, was wir machen sollen. Ich habe ja keine Ahnung. Neuseeland, das ist unglaublich. Brasilien hat Riesenprobleme gehabt. Also das hat eigentlich gar nicht mit der Euro-Krise zu tun. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir immer alles auf jedes Thema, das jetzt aktuell ist, mit der EU zu tun hat. Wir sind in einer riesigen Umbruchssituation. Mhm. Und der Dollar ist nach wie vor die wichtigste Währung. Und wenn der Dollar über längere Zeit niedrige Zinsen hat, kann die EU die Zinsen nicht erhöhen. Das muss man auch noch sehen. Also es ist nicht nur so, dass wir weniger Spielraum haben, sondern die EZB hat auch null Spielraum, absolut null Spielraum. Der Euro ist viel zu stark. Oder? Der Euro müsste viel schwächer sein, damit die aus der Krise kommen. Und sie tun Zinsen auf null.
Sie tun Zinsen auf Null, es nützt nichts. Also es ist, wenn solange die Amerikaner normalisieren, hat die ganze Welt keinen Spielraum. Oder? Also das muss ich wirklich betonen. Und ich erwarte, dass es noch sehr lange tiefe Zinsen gibt. Aber wir haben natürlich gesehen, mit dieser Zusammenlegung der Währungen haben wir natürlich nicht mehr viele Währungen. Ja. Die drei Hauptwährungen auf der Welt sind der Dollar, und der Euro und der Yen. Und alle sind von der Schuldensituation her voll. Oder? Also Japan ist kein Dreck besser als USA. Und die USA ist viel schlimmer noch als die europäischen Staaten. Oder? Ich meine, das sieht man ja. Die können es sich leisten, weil die Amerikaner, halte ich nicht für unmöglich, dass die in einigen Jahren sagen, wir zahlen nur noch 50% zurück. Das wissen alle. Die haben so eine Macht. Die können das, oder? Und die Chinesen kommen jetzt Angst über. Was machen die? Statt in Dollar zu investieren auf der ganzen Welt, in Afrika, ist das unglaublich, was die investieren. Das ist natürlich auch eine ganz grosse Volkswirtschaft, die da kommt. Aber wir wissen dann nicht, wenn die zusammengehen. Das ist ja bei so einer Diktatur, das kann über die Nacht gehen. Das ist ein Netzwerk, wo, wenn das explodiert, also wir sind stark hier in China, aber wir freuen uns über das Wachstum. Sie können ja auch marktwirtschaftlich sehr gut reagieren. Auch wenn es eine kommunistische Diktatur ist, da haben sie freie Marktwirtschaft. Aber das ist alles labil. Und jetzt, was heisst das für uns Schweizer? Wenn es überall anfängt zu bewegen, unsicher ist, muss man sich als Bewährte heben. Das ist also ein Führungsgrundsatz, habe ich auch in den Unternehmen immer gesagt. Bewährt. Was ist für uns bewährt? Wir müssen eine so gute Bedingungen haben, dass wir in jeder Lage Produkte haben, die wir überlegen sind. Und dass wir im Staat dafür sorgen, dass wir andere Vorteile schaffen für die Wirtschaft. Also die Steuern ab, die Ausgaben ab, im Staat. Dass wir nicht so eine Abenteuer haben. Ich bin klar aus wirtschaftlichen Gründen meine, die Personenfreizügigkeit muss massiv reduziert werden, weil die reisst das Land mit, weil das mögen wir nicht tragen, vom Sozialen her, sobald es in die Rezession geht. Und das war ja unsere Stärke, die bescheidene, und die Selbstverantwortung gefördert hat. Und da sind wir natürlich nicht gut daheim, wenn es der Schweiz gut geht, macht man das nicht, oder? Es ist immer, wenn es gut geht, tut man nicht sparen im Staat, wenn es gut geht, macht man einen Haufen Zeug, die nicht in der Ordnung sind. Warum haben wir nicht gespart im Parlament? Ja, wahrscheinlich. Warum sind wir nicht eintreten auf das Kostensparprogramm? Ja, weil die SP und SVP zusammen eine unheilige Allianz. Ja, nicht eine unheilige. Doch. Ja. Wir hätten gerne eine Heilige gemacht mit euch. Meinen Sie, wir stimmen einem Sparprogramm zu, wo die Ausgaben steigen, mehr als das Wirtschaftswachstum ist. Dem sagen wir ein Sparprogramm. Das muss zurück. Wir wollen ein stärkeres Sparprogramm und wir wollen vor allem, er hat es gesagt, im Staat steigen die Stellen am meisten. Und das sind Schlüsselpositionen. 3 Milliarden müssen eingefroren werden. Das sind 6% weniger Stellen. Kann ich Ihnen sagen, also das ist jetzt meine Erfahrung vom Bundesrat. Sie könnten auch 20% einsparen, den Staat geht nicht kaputt. Das ist unglaublich, was da für Reserven sind. Stellen beim Staat, oder? Das ist viel im Gesundheitswesen, was wir vorher schon gehört haben. Das ist auch dort, wo die Einwanderung... Nicht nur im Gesundheitswesen, Bundespersonal auch. Das ist auch dort, wo die Einwanderung ist, qualifiziertes Personal, Ärztinnen, Ärzte. Alle Schweizerinnen und Schweizer haben gerne Top-Betreuung. Da, wo wir hier sind. Oder? Wahrscheinlich ist das eines von den... Wahrscheinlich ist das eines der europaweit renommiertesten Paraplegikerzentren. Und das hat auch seinen Preis. Und das ist eben genau eine Konsequenz. Ich glaube, man kann lästern über die grosse Anzahl Einwanderer. Und letztlich wollen wir letztlich wollen wir alle gut konstruierte Brücken und Häuser von Top-Ingenieuren. Ja, das haben wir nicht gehabt vorher. Also Frau Markwalder, das haben wir doch alles gehabt. Nein, ja. Frau Markwalder, wir haben doch super Brücken gehabt hier, wir haben super Infrastrukturen gehabt. Aber sind Sie überlastet, Frau Markwalder? Haben Sie schon gehört, was jetzt sich abgeht mit dem Verkehr? Sind Sie auch unterwegs täglich auf der Straße? Ja. Nein, aber auf der Schiene, in der Bahn bin ich täglich unterwegs.
Aber ich verstehe zum Beispiel euch auch nicht, warum ihr für eine Wirtschaft kämpft, wie sie vor 20 Jahren war, wo der Wohlstand für alle viel tiefer war, wo die Mobilität die Möglichkeiten kleiner waren. Sie in meinem Umfeld hat es vor 20 Jahren weniger Selbstmord gegeben, weniger Leute, die in eine Sozialwohnung mussten und weniger Leute, die arbeitslos geworden sind. Also das ist ja so. Kommt noch der Ökonom. Kommt gerade, naja, am Schluss gibt es eine Publikumsfrage. Genau. Ich hätte jetzt sehr viel Dissens anzumelden, aber ich wollte nicht alles. Also erstmal bin ich viel optimistischer als die, also wahrscheinlich jener wie du, also wie Frau Markwalder, bezüglich der Weltwirtschaft. Ich glaube davon aus, dass die USA eigentlich jetzt Schlimmste überwunden hat. Weil sie haben jetzt Aufschwung seit einiger Zeit, die Arbeitslosigkeit kommt runter. Sie haben dieses Jahr Defizite um 2% vom Sozialprodukt reduziert. Und ich gehe eigentlich davon aus, jetzt im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, dass wenn die Wirtschaft sich weiter erholt in den USA, dann irgendwann auch die Zinsen steigen. Und ich hoffe natürlich, dass der Dollar stärker wird für Europa, das würde den Europäern helfen. Aber da kann man lange diskutieren, da kann man verschiedene Meinungen sein. Man könnte dann in 2-3 Jahren schauen, ob die USA besser da steht als heute oder nicht. Mhm. Wichtiger scheint mir etwas anderes. Wir können unsere Wirtschaftspolitik in der Schweiz nicht auf den Hypothesen aufbauen, dass im Ausland die alles falsch machen und alles schlecht rauskommt. Weil als erstes Mal, wenn die EU wirklich in den Euro auseinanderbricht, dann haben wir auch ein Problem, wenn die Wirtschaft zusammenbricht in Europa. Das wünscht niemand. Ja, das ist klar, okay, nein, das Entschuldigung, ich sage nur Szenario 1. Auf dem will ich sowieso die Politik nicht aufbauen. Es hat mal ein Diplomat aus Genf gesagt, Europa ist das Haus und wir sind auf dem Balkon. Ich teile das scharfe Bild nicht. Ich sage, wir sind einfach ein kleines Gebäude drin, das auch erschüttert, wenn alles rundherum zusammengeht. Aber was mir wichtig scheint, jetzt müssen wir auch mal überlegen, was passiert, wenn Europa es gelingt, die Euro-Krise zu bewältigen. Das heisst, wenn sie wirklich mehr Integration machen, der Bankenunion, wenn sie die ganze Bankenregulierung europaweit einheitlich, also nicht europaweit, ohne England, im Kontinentaleuropa, ohne den Norden, einheitlich machen. Was war unsere Politik gewesen, erfolgreich, die bilaterale, nach der Ablehnung EWR? Wir haben mit einem Vertrag nach dem anderen uns den Marktzutritt gesichert, haben geschaut, dass wir nicht diskriminiert werden, dass wir Marktzutritt haben und das genau gleiche Problem wird sich im Finanzplatz stellen. Das heisst, wir müssen eigentlich überlegen, wie wir im Dienstleistungsbereich die gleiche Sicherheit, Marktzugang haben wie bei der Industrie, wie jetzt in der Personenfreizügigkeit. Das heisst, ich gehe davon aus, dass es uns muss gelingen, die bilateralen Verträge weiterzubringen. Und wenn der Burkhalter die Blockierung auflösen kann, der Bundesrat, dann ist das für mich ein Fortschritt. Und das Schlimmste fände ich, wenn wir jetzt links umkehr machen und die alten Verträge infrage stellen. Also ich gehe davon aus, dass Europa, wenn es nicht alles hundertprozentig falsch macht, eher mehr Integration hat und wir unsere bilateralen Verträge vorwärts entwickeln müssen. Aber sicher keine Diskussion, die der Erfolg der letzten 10, 20 Jahre infrage stellt. Herr Blocher, noch näher an dem, was ich begreife, dass dann aus dem Publikum kommt, wenn er nur sagen, kennt ihr den bilateralen Verträgen nicht die Bedeutung? Also ich sage Ihnen als Exporteur, wir haben von diesen Verträgen keinen gebraucht. Der Verkehrsvertrag ist der wichtigste, der ist nur für die EU und sonst für niemanden. Von Nord nach Süd. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Die müssen ja auch können von Holland nach Italien fahren. Es gibt einen Vertrag, der vielleicht besser ist, wenn man es vertraglich kennt, aber wir haben vor allem auch unter den Unternehmern alles schon gelöst. Das ist die Handelshemmnis. Oder da, das ist die Hand. Aber da hat die EU das gleiche Interesse, wie wir sind so ein wichtiger Kunde, dass sie kein Interesse haben, dass wir die Handelshemmnis aufbauen. Natürlich könnte die EU Zölle heben, können sie aber nicht. Wir sind ja alle in der WTO, sie ist ihnen auch verboten. Also, wir haben von diesen Verträgen, ich sage nicht, sie sagen schlecht. Forschung kann ich Ihnen sagen, wenn man die 4 Milliarden oder die Milliarden, die man da drin einstecken, in Europa, im eigenen Land, mit gezielten Forschungsprojekten machen, dann teile ich die Auffassung von der schweizerischen Nobelpreisträger. Jetzt sind wir ja da in dem Forschungsprogramm, ist haben wir ja keine mehr. Da haben wir wenigstens noch gehabt voran. Aber die würden da einstecken, mit viel mehr Erfolg für die Schweiz. Jetzt werden einfach Tätigkeiten an der Universität finanziert. Wir wissen nie, wo ist eigentlich der Erfolg? Ich frage immer, welches Produkt habt ihr jetzt da? Was für eine neue wegweisende Sache habt ihr gefunden? Das ist also sehr bescheidener Geier. Sie haben auch Mühe, das kann man nicht so sagen. Das weiss man nicht so genau.
wir sind ein Forschungsunternehmen. Ich sage immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Geld zu verlieren. Die Forschung ist eines der wahrscheinlichsten, nicht von der schönsten, aber von der wahrscheinlichsten. Weil wenn sie das nicht ganz genau steuern, dann nachher wird einfach Geld für Forschung ausgeben ohne Ziel. Also ich würde das nicht so überbewerten, ich will es nicht bekämpfen. Aber das müssen Sie wissen im Bundesrat, Sie sind ja da noch nicht an dieser Stelle gewesen. Wo wir Personenfreizügigkeit eingeführt haben, hat der Bundesrat erklärt, vor der Abstimmung, mehr als 8'000 werden es nicht sein pro Jahr. Und wir haben jetzt 80'000, Entschuldigung. Also, man kann sich auch verschätzen, aber jetzt müssen wir es halt anpassen. Wenn ihr euch verschätzt, das wollen wir auch. Wir haben auch Kapis gesetzt in der Wirtschaft, dann müssen wir es wenigstens anpassen. Und nicht sagen, Schiessenbach, wir gehen da durch. Also vielleicht zur Forschung muss man schon noch anmerken, dass die Schweiz natürlich ein hochprofitierendes Land von den europäischen Forschungsprogrammen ist. Dank unseren auch guten Projekten, die wir eingeben, wie kürzlich DPFL Lausanne, wo wir nachher auch dank den europäischen Teams bekommen wir nicht nur einerseits das Geld, sondern wir haben einfach die besten Brains beieinander. Und dass man halt, wenn die besten Talente... Resultat. Also gut, ich meine, warum ist die Schweiz das innovativste und wettbewerbsfähigste Land wiederholt? Wegen der privaten Forschung, Entschuldigung. Ja, es geht doch einen Zusammengang von privater und öffentlicher Forschung. Es gibt auch Grundlagen und angewandte Forschung. Man muss das ja gar nicht gegeneinander derart ausspielen. Aber es ist doch logisch, wenn sich Talente aus dem europäischen Raum zusammentun, ein Projekt zu machen, dass das vielleicht etwas Besseres rauskommt, als wenn man sagt, nur gerade die Emmentaler Physiker dürfen zusammen an einem Projekt arbeiten und vielleicht nicht die aus der ganzen Schweiz, sondern aus der ganzen Wirtschaftswissenschaft. Ich glaube, mit dem Euro hat bewiesen, dass es nicht wahr ist. Oder? Also die Wirtschaftswissenschaft haben sicher versagt, oder? Also ich sehe eure ganzen Wirtschaftspolitiker ist das völlig gross, aber es kommt nicht. Wir haben ja jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden relativ konstruktiv und differenziert diskutiert. Also, ja, das ist nicht wieder in die alten Schemen zurückgehen. Ja, also, bevor es harmonisch wäre, hören wir lieber. Gut, noch etwas zur Personenfreizügigkeit. Also, das ist jetzt wirklich etwas Zentrales. Oder? Ich meine, ganz kurz, noch schnell sagen, also wir werden am Schluss noch für das Publikum zeigen, es ist 19:45. Ganz kurz, wir sind mitten in der hochaktuellen Debatte von der Personenfreizügigkeit. Das wird die nächsten Monate uns sehr beschäftigen. Auch das ist exakt nach drei Buch. Das war der letzte Punkt gewesen. Ich habe die Zettel eigentlich alle fort. Sie machen von selber das, was ich vorher geplant habe. Ganz kurz noch schnell, vielleicht das Abschlussstatement, Frau Markwalder. Ein kurzer Werbespot. Warum ist die Personenfreizügigkeit gut und auch wichtig und auch gut für die Schweiz? Personenfreizügigkeit ist einer der Pfeiler von unserem Erfolg, den wir in den letzten Jahren hatten. Bevor wir sie hatten, hat die Schweiz das tiefste Wirtschaftswachstum, zum Teil Rezession in Europa. Ja. Mit der Einführung von Personenfreizügigkeit ist unsere Arbeitslosigkeit nicht gestiegen, sondern unser Wohlstand ist gestiegen. Und wir haben viele Stellen auch besetzen in der Wirtschaft, wo wir sonst keine Spezialistinnen und Spezialisten in der Schweiz gefunden. Ja. Wenn wir das System, Rezept SVP, anwenden, das haben wir schon mal gehabt, wir haben Erfahrung damit, das ist das Kontingenzsystem. Unter dem Kontingenzsystem ist unsere Einwanderung vor allem aus dem Balkan und aus der Türkei und im niedrig qualifizierten Bereich gekommen. Weil die Leute, die top qualifiziert waren, die können nur dank der Personenfreizügigkeit auch ihre Rentenansprüche mitnehmen und dann wieder heimgehen, wenn sie oder in ein anderes Land weiterziehen. Hingegen und mit dem Kontingenzsystem können sie das nicht. Also werden wir in Zukunft wieder tief qualifizierte Leute, die schwieriger integriert können werden, würden wir nach diesem System anziehen. Und deswegen lehnt am 9. Februar die Masseneinwanderungsinitiative bitte ab. Herr Blocher, Sie sind direkt angesprochen. Als liberaler Unternehmer ist das nicht eine grosse Errungenschaft, dass man da einen freien Verkehr von Personen hat in Europa? Also ich gehe jetzt auf die Schwindeleien, die er vom Achwader nicht ein. Die Tatsache. Sie werden die Folgen nicht können tragen. Ich warne davor, ich habe es schon ganz am Anfang 2000 gesagt, wir werden die nicht können tragen. Sie werden sehen, wenn es eine Rezession gibt, gibt das unglaubliche soziale Probleme. Sie können es wie beim Mehrwert mal sagen, dass die Schweiz muss da hin, sonst geht die Schweiz kaputt. Der Delamur hat gesagt, la Suisse est perdue, les jeunes ne sont pas un futur, etc.
Nein, das war ja so. Ja, ich weiß. Ich bin ja gar nicht böse. Sie haben gemeint, die Schweiz geht kaputt. Und heute haben die 6% Arbeitslosigkeit und Personenfreizügigkeit. Das wird nicht funktionieren. Wir haben in einer Wirtschaft, in einem Land, wo die Wirtschaft steigt, das Bruttosozialprodukt ist ja gestiegen, aber seit 2007 pro Kopf nicht steigt, die Leute nichts davon haben, können sie nicht aufrechterhalten. Und jetzt haben wir eine sehr gute wirtschaftliche Konjunktur. Quitte kommt, wenn es schlecht geht. Die bleiben da. Das ist der Unterschied. In den 70er Jahren sind 250'000 heimgegangen in der Rezession. Heute haben die ein Anrecht für 5 Jahre Sozialleistungen, Fürsorgeleistungen und so weiter. Und dann werden sie sehen, das sind dann Schweizer. Ja, also sind es weniger Jahre. Entschuldigung. Ja, ja. Das ist gut. Herr Geier, sagen Sie noch ganz kurz. Wie viele sind es? Wie viele Jahre? Anderthalb. Wo man verpflichtet ist. Nein, wo man verpflichtet ist, für sie zu sorgen, wenn sie mal da sind. Ich meine, also wenn jemand schafft, Kurzaufenthalter. Nein, weniger als ein Jahr geschafft hat, dann hat er einen Vertrag, der ein Jahr dauert. Und dann, dann haben sie eigentlich, wenn sie keine Arbeitnehmer sind, nicht Anspruch da zu bleiben. Ja, das sind, also, jetzt ist das einmal immer Theorie, jetzt ist immer Theorie und nachher, wie es angewendet wird. Jetzt die, die dauerhaft kommen, ja, es ist ja so. Wir haben das, also meine, ich war ja vorher verantwortlich für die Arbeitslosenversicherung. Und man hat uns immer vorgeworfen, passet auf, die kommen und bleiben und ihr werdet viele Arbeitslose haben. Es ist eine Frage, wie man es anwendet. Oder wenn wir, wir haben schon so Lücken, oder? Es gibt dann schon Schlaumeier, wo, da ist jemand gekommen, da hat's damals noch, hat man können einen Monat da arbeiten. Und wenn man nur einen Monat geschafft hat, hat man Anspruch gehabt auf den Lohn für den Beruf, wo wir im Ausland waren. Also haben wir mal eine italienische Professorin gehabt, die hat einen Monat da geputzt und dann will eine Professorenentschädigung. Aber ich meine, man muss es einfach nicht geben. Und da gibt es einen Prozess. Ja. Aber, und ich sage nur, was ich damit sagen will. Durchschnittliche Arbeitslosigkeit mit über 3%, wenn Sie vergleichen, an 70 und 80 Jahren. Nein, 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 nein. Ja, also gut, man kann immer falsche Vergleiche machen. In den 70er Jahren waren wir tiefer, das stimmt. Ja, weil aber in der Rezession waren wir höher. Nein, aber dort muss ich sagen, in den 70er Jahren haben wir gar keine obligatorische Arbeitslosenversicherung gehabt. Das heisst, das ist wirklich die tiefe Krise in der Schweiz. Das sind 100'000 Arbeitslose. Wir haben 13, jeden 7. Arbeitsplatz verloren. Das sind die Ausländer in der Schweiz gewesen, ohne Arbeitslosigkeit. Sozialhilfe heute hat es auch nicht gegeben. Sind sie ausgewandert. Ja. Das kann man doch nicht vergleichen. Jetzt haben wir eine obligatorische Arbeitslosenversicherung, sind alle versichert und so weiter, auch die Inländer. Das, also, was ich aber sagen wollte, wo Personenfreizügigkeit eingeführt wurde, bin ich ja, also ich bin zwar dafür gewesen, aber sehr skeptisch. Ich hatte zwei Ängste gehabt, die Arbeitslosigkeit und dass es Lohndruck gibt. Und jetzt muss man doch sagen, wenn man unsere Entwicklung die letzten 10 Jahre vergleicht, mit allen anderen europäischen Ländern, die Stabilität, die wir hatten, das haben wir früher nicht in Weltwirtschaftsrezessionen. Wir hätten nie jetzt die letzten 10 Jahre ohne Personenfreizügigkeit die stabile Inlandnachfrage gehabt. Das ist es. Okay, so. Ja, und die Arbeitslosigkeit. 2007, ja. Die volle Personenfreizügigkeit haben wir erst seit 10 Jahren. Ja, ja, aber die ersten 2 Jahre vorher. Wir vergleichen. Nein, also man hat streitweise ab 2002 eingeführt. Ja. Und vor dem 2007 hat man grosszügig Kontingente verteilt, die nachher umgewandelt worden sind. Darum hat es dann den Peak gegeben. Eigentlich haben die Unternehmungen im Aufschwung vor der Finanzkrise keine Personalknappheit gehabt. Sie haben die Ingenieure gefunden, sie haben Techniker gefunden, sie haben all die Fachleute gefunden, was uns ein enormes Wachstum gegeben hat. Vielleicht zu stark. Haben wir immer gefunden. Nein, nein, nein. Darf ich doch recht schnell? Nein, wir haben die Leute immer gefunden. Nein, nein, nein. Ah, Ende 80er Jahre. Ende 80er Jahre. Wir müssen sehr wahrscheinlich eine eigene Diskussion über Personenfreizügigkeit haben. Also 89 haben wir. Lassen Sie mich ein Block in 2 Sätze sagen. Für mich hat Personenfreizügigkeit erstens mal in der Schweiz ein stabiles Wachstum gebracht in den letzten 7 Jahren. Wir haben können verhindern, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt, sie ist tief geblieben. Und wir haben eine richtige wirklich eine Verjüngung von der Gesellschaft gehabt. Sehr viele junge Familien, was uns die Sozialversicherungen stabil halten. Und wir haben doch, die Wirtschaft ist gewachsen und hat eine Robustheit erhalten, die sie erneuert hat. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne Personenfreizügigkeit. Also die beziehen dann alle auch von der Sozialversicherung. Jetzt zahlen sie noch ein, wenn wir am Anfang. Ivan Mulwich, ganz kurz. Ja, also nur 2 Sätze zu den allen politischen Diskussionen um alle die Freizügigkeiten. Ich störe mich daran, dass im politischen Prozess etwas angefangen hat, wo ich so als Spindoktorei würde bezeichnen. Also Spindoktor heisst so Wörter ins Gegenteil verdrehen. Personenfreizügigkeit heisst,
In England, Free Labour Exchange, freier Arbeitskräfteaustausch. Ich behaupte noch, manche Schweizer hat damals anders gestimmt, wenn er gewusst hat, dass das bedeutet. Weil Personen, das klingt ja so neutral. Jetzt haben wir die Integration mit bilateralen Verträgen innerhalb von Europa weiter vorantrieben. Der Herr Blocher hat es gesagt, wir können die Leute werden bleiben, oder? Und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn die Personenfreizügigkeit, wenn wir jetzt in dieser würde die Bürgerfreizügigkeit sagen, dann ist nämlich das, was der sogenannte schleichende EU-Beitritt jetzt ist. Wir sind noch das einzige Land in Europa mit einem eigenen Bürgerrecht. Alle anderen sind EU-Bürger. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen und das schleichend weiterlaufen, werden wir auch EU-Bürger. Und ich glaube, die Schweizer wollen das nicht. Ich erwarte die jetzt von Politikern von links bis rechts, von CVP über FDP und Grünliberal, egal wie die heissen, dass sie ganz ehrlich mit dem Thema umgehen. Es ist der schleichende Beitritt. Oder jetzt hat man Grenzen auf. Ist das der erste oder zweite Satz, wo du jetzt dran bist? Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich halt in das Thema gekommen. Also vielen Dank. Ich würde gerne die Diskussion öffnen für Fragen aus dem Publikum, Bemerkungen, Anregungen. Herr Marquardt, wenn Sie vielleicht auch als quasi unbezahlte Anwältin von der EU da antworten? Ja, besten Dank. Was ist der Souverän von der EU? Also der Souverän bedeutet ja nicht allein, dass jeder Staat, jeder Mitgliedstaat von der EU hat auch seinen Souverän. Das ist auch das Volk. Und auch wenn sie nicht das System von direkter oder halbdirekter Demokratie haben, mit regelmässigen Abstimmungen, Voraussetzung für Mitglieder der EU zu werden, ist, man muss eine Demokratie sein. Und die EU schreibt aber nicht vor, ob das jetzt eine indirekte ist, die mal 4 Jahre wählt, oder ob das eben halbdirekte oder direkte Demokratie ist. Also die Schweiz hat den Souverän, wie das alle EU-Mitgliedstaaten auch haben. Und zusammen bilden sie nachher auch den Souverän gegenüber der supranationalen Ebene EU. Und zum Zweiten, quasi, dass wir ein bisschen leichtfertig mit dem Thema Euro umgegangen sind. Also ich hatte den Eindruck jetzt von dieser Diskussion, dass wir da eigentlich sehr differenziert und letztlich auch sorgenvoll über die bisherige Entwicklung, aber nachher mit unterschiedlichen Schattierungen eben von mehr Pessimismus zu mehr Optimismus in die Zukunft schauen. Und meine Hauptaussage oder meine Hauptmessage wäre auch, die Schweiz hat das grösste Interesse daran, dass der Euro weiter besteht als Währung, weil sonst kostet es uns auch sehr viel an Wohlstand, an Konjunktureinbruch, an möglicherweise steigender Arbeitslosigkeit. Eine Rolle, ja. Also für die Schweiz ist derart stark mit der Eurozone wirtschaftlich verbunden. Und die Schweizer Interesse spielt sehr wohl eine Rolle. Ich sage, es ist in unserem Interesse. Wir können das nicht beeinflussen. Mir wäre es eben das Anliegen, wir könnten mehr beeinflussen. Ja, Sie, wenn wir da rein wären, wir hätten das verändern. Also, die Illusion ist also wirklich nicht. Also eine Lösung wäre, wenn Baden-Württemberg in Schweizerfranken beitreten würde. Das wäre dann der Anfang für ein föderalistisches Europa. Ja. Weil das Zentralistische, das führt uns weg, Frau Markwalder, von allem, was wir als Kind, ich kann jetzt 50 Jahre als Schweizer Bürger überblicken. Und die Autonomie, die wir in der Schweiz hatten, die haben wir nur dank dem Schweizer Franken. Ich sage es noch mal ganz deutlich, es gibt keine Schweiz ohne Schweizer Franken. Es gibt kein Griechenland ohne Drachme. Es gibt kein Irland ohne Pfund. Und jeder, der die Währungsgeschichte kennt, weiss, was ich damit meine. Und ich kann es auch in allen Details, jedem, der es wissen will, genau erklären, was der Zusammenhang ist. Alle Details bitte nach dem Podium. Da hinten ist noch eine Frage aus dem Publikum. Nur schnell wieder sagen, also ein kleines Land muss ja immer damit rechnen, dass die Souveränität zum Teil muss taktisch abgeben oder auch langfristig. Aber was ich völlig teile mit Ihnen, was einem aufregt, ist, dass man freiwillig Souveränität abgibt. Das ist das, was einem so aufregt. Es gibt ja, eben bei der Euro-Krise können wir ja nicht viel machen. Wir können einfach schauen, dass wir irgendwie uns abschirmen, durchheben und die Frage konnte ich fast nicht beantworten. Aber das, was einem so aufregt, ist dort, wo man viel machen könnte, das nutzen wir nicht. Das regt einem, also, ja. Ich könnte bei denen von der Uni Zeug erzählen, dann wären wir morgen noch da. Das ist, ich sehe das genau gleich. Ja, aber was der Herr sagt, das ist halt so. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Souverän bleiben ist mühsam.
Sie müssen selbstständig etwas machen. Schauen Sie, die ganze Bildungs-, da geht der Bildungsbereich, da ist es so eine Nivellierungstendenz, weil das ist natürlich viel besser. Bologna. Ich habe mir da im Bundesrat gesehen, ich habe gesagt, wir dürfen doch das Bologna nicht machen. Wir haben ja viel bessere Schulen als die anderen. Die Amerikaner, die besten Universitäten, kommen an die ETH, reissen die besten Studenten schon dort rüber. Und ich habe die gefragt, warum? Ja, ihr habt die beste Hochschule, weil ihr da die Nivellierung nicht habt. Jetzt haben wir Bologna, das ist klar. Alle haben den Master, alle haben das und das und dieses. Und ich war da in einem arabischen Staat. Wir haben Bologna-Reform, haben wir auch eingeführt, haben die gleichen Abschlüsse. Das sind selbstverständlich ganz andere, aber... Und das ist, da, das ist nicht die Stärke von der Schweiz. Die Stärke von der Schweiz war, etwas Besonderes zu machen, einen Sonderfall zu sein. Höhere Leistung, besser, nicht nivellieren. Wenn Sie in der Kinderkrippe arbeiten heute, können Sie sich irgendwie, können Sie einen Master in Early Childhood Education erwerben. Oder? Das ist ja, eben. Dafür kann keiner mehr private Kinderkrippen betreiben, weil der Staat sagt, die Anforderungen sind nicht da. Es ist, aber ich bin überzeugt, vom Sparen her kommt es natürlich dann, wenn es schlechter geht. Dann müssen wir alles wieder zurückbuchstabieren. Es ist schade, aber es ist in den Unternehmen als auch so. In den Unternehmen Kosten senken, wenn es gut geht. Das ist ja Wahnsinn. Selber hat man auch Kraft nicht. An der Spitze noch nicht. Und im Bund ist es so, und im Kanton und in der Gemeinde ist es so. Und darum, ich hoffe sehr, dass wir mal endlich kein Geld mehr haben. Aber für das haben wir ja die Schuldenbremse eingeführt. Und ich denke, das ist ja auch eine von den wirklich wirksamen Instrumenten, die eine Disziplinierung hergebracht hat und die letztlich auch die Schweiz dazu geführt hat, dass wir jetzt während der Finanzkrise zum Beispiel nachher besser sind angestanden, zusammen mit dem Konsum der Leute, die da sind. Aber noch ein Satz zu Bologna. Also ich meine, es geht ja bei Bologna überhaupt nicht um Nivellierung, sondern es geht um Vergleichbarkeit, damit man weiss, welcher Abschluss welchem entspricht. Und da bist auch du als Unternehmer froh, wenn du weisst, was für einen Abschluss jemand hat, den du einstellst, anstatt dass du irgendein Zeugnis hast, das du nie etwas Titel davon gehört hast. Ich schaue eine andere Qualität. Da haben wir noch den Akademiker. Jetzt noch, du bist ganz kurz, Tobias Straumann. Also das ist das Ziel, das habe ich auch geteilt, aber die Mobilität der Studierenden hat abgenommen. Das ist unglaublich. Wieso? Ja. Weil man bringt die Einheitlichkeit nicht an. Es ist viel zu kompliziert. Wir haben bei unserem Fach Geschichte nicht einmal in der Schweiz eine Einheitlichkeit. Das ist das Problem. Und jetzt, früher hätte man können mündlich abmachen können. Komm, gehst jetzt mal ein Semester, es geht. Es geht nicht mehr. Es war beweglicher, wir hatten keine so Regelungen. Ja, es geht nicht mehr. Es ist zu kompliziert, leider. Leider. Das gehört dazu, oder? Wir kommen langsam zum Schluss. Ich darf, bevor ich Ivo Muri noch ganz kurz das Wort gebe, auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Die findet am 15. Januar bereits statt. Das ist ja dann wieder ein brisantes Thema. Es steht unter dem Titel «Ist Armut Diebstahl?» Fragezeichen. Der Sozialstaat auf dem Prüfstand. Es werde dann diskutieren, der Buchautor René Zeyer, der genau unter dem Titel «Armut ist Diebstahl» hat das Aussagesatz formuliert, ein Buch ganz jetzt frisch publiziert hat. Er wird da streiten auf dem Podium mit dem linken Professor Ueli Metter von der Universität Basel. Es wird sicher eine spannende Diskussion. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben und da zugelassen haben, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke Ihnen, Frau Markwalder und den vier Herren in der Runde vielmals. Noch ganz kurz zum Schluss der Veranstalter Ivo Muri. Vielen Dank. Ja, es sind ja viele Sourcen hier und die einen oder anderen kennen sicher mein Buch, das ich 2004 geschrieben habe, wo ich als Zeitforscher zusammenhänge zwischen der räumlichen Organisation, der demokratischen Organisation, der Zeit und dem Geld beschreibe. Am Schluss von dem Buch habe ich bereits damals ganz dumme Fragen über Geld geschrieben. Die sind jetzt mit den Finanzdiskussionen, die wir machen, top aktuell. Es geht darum, dass wir die Wirtschaft neu definieren. Ich habe es angetönt jetzt heute schon ein paar Mal. Wir haben die besten Professoren in der Schweiz. Wir können von der EU-Wirtschaftsprofessoren nichts lernen. Hören wir aber auf die, die nicht in diesen abgeschrieben haben, hören wir auf Leute wie Herr Straumann, Herr Binswanger und die, die wir am ersten Podium hatten. Und auch da drinnen, Sie können das Buch draussen kaufen, werden Sie ganz spannende Zusammenhänge erkennen. Wenn Sie wissen, warum Zeit Geld ist und was der Unterschied ist zwischen der Zeit und der Uhr, dann wissen Sie auch, wie wir Demokratie organisieren müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich freue mich auf Ihre nächste Begegnung bei einer anderen Vorstellung von Zeitzeichen. Merci.
können wir das fix abziehen. Das ist gut.